Also Legierungslehre ist ein, ich würde mal sagen, eines der kompliziertesten Angelegenheiten, die wir in der Werkstofftechnik haben. Und Sie bekommen in der Literatur in der Regel immer nur die Ergebnisse geliefert, also ein Phasendiagramm, und sollen das auf einmal lesen können. Wie das aber zustande kommt und wie ich da tatsächlich dran gehe, das wird Ihnen in der Regel nicht vermittelt. Es geht also tatsächlich jetzt um Legierungslehre, das ist also heute unser Thema, und da geht es insbesondere tatsächlich um das Lesen von Phasendiagrammen. Das ist also das, was mir ganz wichtig ist, dass Sie die tatsächlich interpretieren können. Worum geht es bei Phasendiagrammen? Da geht es in allererster Linie darum, das Gefüge zu erkennen. Sich zu überlegen, wie entsteht eigentlich hier ein solches Bild? Warum kommt das zustande? Was sagt mir das aus über meinen Werkstoff? Und kann ich das in irgendeiner Weise beeinflussen? Das ist also wichtig dabei. Okay, dann haben wir den Begriff Gefüge nochmal. Wir hatten ganz am ersten Tag, hatte ich Ihnen ganz, ganz viele Gefügebilder gezeigt. Und das Wort Gefüge oder den Begriff Gefüge, den haben wir schon immer wieder verwendet und benutzt, weil wir eigentlich auch wissen, wie es aussieht. Es handelt sich um das Innere eines Werkstoffs, aber es ist erstens alle Bestandteile eines Werkstoffs. Zweitens, es ist die Art und Verteilung der Körner. Und es sind vor allen Dingen auch Bestandteile, die nicht im thermodynamischen Gleichgewicht sich befinden. Das sind also, das können sein Korngrenzen, Phasengrenzen und so weiter und so weiter. Alle Baufehler, die Sie kennengelernt haben, bis auf die Leerstellen. Ja? Leerstellen haben Sie auch im thermodynamischen Gleichgewicht. Was war das thermodynamische Gleichgewicht? Das war der Zeitpunkt oder der Punkt in einem Werkstoff, wenn sein energetisches Minimum erreicht ist. Ja, und in den Phasendiagrammen geht es jetzt also tatsächlich darum, wie komme ich eigentlich dahin zu einem Gefüge? Was ist es? Ein Phasendiagramm ist immer gleich aufgebaut. Es ist immer der Abtrag von der Temperatur als Funktion einer Konzentration. Und ich zeige Ihnen mal ein Phasendiagramm, so wie es ausschaut, wenn wir fertig sind. Um zu verstehen, wie wir da hinkommen, bauen wir das jetzt ganz langsam gemeinsam auf. Was ich jetzt mit Ihnen mache, ist das Phasendiagramm auf der linken Tafelseite. Wir werden Abkühlkurven hier auf der rechten Seite, also auf der mittleren Tafelseite zeichnen, und auf der ganz rechten Tafelseite, werde ich einfach dazu nutzen, um Erläuterung von bestimmten Begriffen nochmal anzuschreiben, die Sie sich aber auch schon zumal zu Hause zumindest einmal anschauen sollten. Also, wir fangen an mit den Zustandsdiagrammen mit vollständiger Löslichkeit im flüssigen und festen Bereich. Und dazu überlegen wir uns erstmal rein gedanklich, was passiert, wenn Sie Wasser einfach nur als Funktion der Temperatur auftragen. Dann haben Sie die Temperatur. Und welche Übergänge kennen Sie beim Wasser? Welche Phasenübergänge kennen Sie beim Wasser? Ja.
Wir haben einmal die flüssigen Zwiebeln, also zuerst mal, je nachdem, in welcher Temperatur kommen wir gerade. Und machen Sie von ganz oben oder ganz unten, ist egal. Also wenn wir jetzt vom ganz kalten ausgehen, dann halt nochmal Eis. Ja, genau, dann haben wir hier Eis. Wasser. Ja, bei wie viel Grad haben wir das? Bei 0 Grad. Genau, bei 0 Grad. So, und dann? Dann haben wir den Zustand flüssig, also ja, Wasser. Genau. Und jetzt hier auf der Erdoberfläche dann nochmal bei der Höhe bei 100 Grad die Temperatur. Ja, genau. Und dann Gas dann dazu. Richtig, genau. Also da haben wir 100 Grad Celsius und hier haben wir dann Gas bzw. Wasserdampf ist das erstmal. Ja, das ist richtig. Das stimmt ganz genau. So, was passiert jetzt im Winter mit dem Wasser auf den Straßen? Das gefriert. Und welche Gefahr besteht? Glatteis, Schleudergefahr, Unfallgefahr. Was wird gemacht, um dem entgegenzuwirken? Salz. Genau, es wird Salz gestreut. Was passiert denn dann mit dem Wasser oder mit dem Eisfilm? Was passiert? Es schmilzt. Ganz genau, ja, das ist richtig. Das heißt, wenn Sie Wasser und Eis haben, also hier hatten wir H2O, und jetzt machen wir mal hier H2O plus Salz und nehmen den Temperatur, dann haben Sie eine Gefrierpunktserniedrigung. Das heißt, das Wasser-Salz-Gemisch gefriert erst bei minus 20 Grad. Und damit bleibt der Wasserfilm auf der Straße flüssig und die Glatteisgefahr ist einfach erstmal gebannt. Das nennt man eine Gefrierpunktserniedrigung. Das passiert also beim Mischen von zwei Substanzen. So, wie sieht das hier aus? In dem Bereich. Da müssen Sie an etwas anderes denken. Nämlich wenn Sie Nudeln oder Pasta kochen. Dann haben Sie Wasser, das setzen Sie auf den Herd auf und dann geben Sie in der Regel was mit in den Kochtopf? Salz. So, wann geben Sie das Salz zum Wasser? Wenn es Wasser kocht? Wenn es Wasser kocht, warum machen Sie das? Warum geben Sie es nicht gleich zu Beginn? Dann haben Sie es nicht vergessen. Ja, hat nichts mit der Löslichkeit, hat das erstmal nicht so viel zu tun. Das ist richtig, das stimmt schon. Die Löslichkeit von Substanzen ist natürlich umso besser, je wärmer die Substanz ist. Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber in dem Fall hat es tatsächlich damit zu tun, Sie geben das Salz erst kurz vorm oder beim Kochen mit in das Wasser hinein, weil Sie eine Siedepunktserhöhung bewirken. Und würden Sie das Salz direkt bei Raumtemperatur mit in den Kochtopf hineingegeben haben, würde es viel länger dauern, bis das Wasser kocht und Sie würden Energie vergeuden. Also das ist eine Siedepunktserhöhung. Das ist also ganz richtig. Jetzt haben Sie hier das Wasser-Salz-Gemisch. Wie sieht das aus, wenn Sie Wasser und Salz mischen? Liegt das Salz da drin vor oder wie muss ich mir das vorstellen? Dunkler. Okay, also das ist richtig. Was Sie experimentell beobachten, ist auf jeden Fall eine Farbänderung. Das ist richtig. Sie stellen tatsächlich eine entsprechende Änderung der Aggregatzustandsänderungstemperaturen fest. Wie sieht es aus? Ist es vollständig aufgelöst, das Salz, oder ist es das nicht? Oder denken Sie an Tee mit Zucker? Wie sieht es da aus? Ist der Zucker vollständig aufgelöst? Im Tee? Eigentlich ja. Okay. Ja? Okay, machen wir mal Folgendes. Wir haben hier die Teetasse. Und jetzt bringe ich da Zucker rein. Dann haben wir hier Tee mit Zucker. Wenn Sie das Ganze umrühren, dann ist das eine einzelne Phase, sagen wir. Das heißt, Sie sehen nichts mehr von dem Zucker, der hineingebracht wurde. Also Sie haben eine Phase Zucker. Sie haben eine Phase Tee. Und Sie haben jetzt hier aus zwei Phasen wieder nur eine gemacht. Sie haben hier auch nur eine Phase. Also eine Phase gibt wieder eine Phase.
wenn der Zucker vollständig im Tee aufgelöst ist. Das Ding kann natürlich auch anders ausschauen. Sie haben hier Ihren Tee und hier unten haben Sie da so viel Löffel Zucker reingedonnert, dass Sie quasi eine gesättigte Lösung haben. Wie viele Phasen haben Sie dann? Zwei Phasen, richtig. Ja. Also je nachdem, wie groß die Bestandteile sind, die Mengenverhältnisse in diesem Fall, können Sie aus der Mischung von zwei Phasen eine oder zwei Phasen entstehen lassen. Nehmen wir noch so ein ganz schnödes Beispiel. Ganz schnödes Beispiel. Das ist ein Glas Latte Macchiato. Was kommt unten zuerst rein? Milch. Milch, genau. Obendrauf kommt der Kaffee. Wie viele Phasen habe ich? Zwei. Also, ich schreibe es hier mal. Ja. Jetzt nehmen Sie einen Löffel und rühren das Ganze um. Ja. Was haben Sie dann? Dann haben Sie sozusagen einen Milchkaffee. Und wie viele Phasen sind es? Eine. Ja, ist ganz richtig. Eine Phase. Salatsauce, Essig und Öl. Wie viele Phasen sind es? Zwei Phasen. Nudelwasser, in das Sie Olivenöl mit reingeben. Eine oder zwei Phasen? Zwei. Kaffee mit Kondensmilch. Eine oder zwei Phasen? Eine. Eine. Ja, würde ich mal sagen. So, Kaffee mit saurer Kondensmilch. Zwei Phasen. Also diese Sache, dass wir über Phasen sprechen, ist ganz, ganz wichtig. Eine Phase ist ein homogener Bestandteil, der aus einem oder mehreren Substanzen existieren kann. Und während eine Legierung gebildet wird, besteht sie zum Schluss aus einer, zwei oder sogar noch mehr Phasen. Das sind also die homogenen Bestandteile, die wir hinterher auch im Gefüge sehen können. Eine Phase kann also ein Mischkristall sein. Den schauen wir uns nochmal an, wie das mit dem Mischkristall aussah. Wir können also unsere zwei Phasen oder zwei Komponenten so mischen, dass wir hier einen Mischkristall vorliegen haben. Was bedeutet ein Mischkristall? Ein Mischkristall bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Sie zwei Atomsorten haben. Hier einmal die roten Atome und die weißen Atome, die hier in einem kubisch-primitiven Gitter zusammengeordnet sind. Und jedes Korn besteht wieder aus einem kubisch-primitiven Gitter, in das beide Atomsorten gemischt sind. Das nennen wir einen Mischkristall. Wie viele Phasen sehen Sie hier? Das ist nicht einfach. Wie viele Phasen sehen Sie? Eine, zwei. Denken Sie daran, Milchkaffee besteht aus Kaffee und Milch. Mit Rechtschreibfehler. Und am Ende ist es Milchkaffee, obwohl ich zwei Komponenten habe. Es ist eine Phase. Jetzt habe ich hier weiße Atome, rote Atome stilisiert. Alle sind sie in einem kubisch raumzentrierten oder beziehungsweise kubisch primitiven Gitter angeordnet. Nochmal die Frage, ist das eine Phase oder sind es zwei Phasen? Das ist eine Phase. Es ist eine Phase, die aus zwei Komponenten besteht. In sich homogen, gemischt, ein Mischkristall. Anders sieht es aus, wenn meine Atome, wie hier, kubisch-primitiv angeordnet sind und mein nächstes Korn im Gefüge auf einmal eine hexagonale Basiszelle hat. Dann habe ich die Komponenten rote Atome, die Komponenten weiße Atome und die ordnen sich in einem Bereich meines Gefüges kubisch an und im nächsten Bereich meines Gefüges auf einmal hexagonal.
Und dann habe ich zwei Phasen. Denn hier ist keine Homogenität des Gefüges mehr gegeben. Ich habe hier definitiv eine Korngrenze. Ich habe definitiv auch eine Phasengrenze. Ich habe zwei Phasen. Wie sieht das aus? Wie sieht die Struktur von solchen Mischungen aus? Also die Lösung bzw. Legierungsschmelze sieht in der Regel so aus, dass ich ganz regellos verteilte Atome habe. Wenn ich das jetzt erstarren lasse, dann kann das zum einen ganz einfach, wie Sie das bei den Baufehlern schon kannten, einen sogenannten Substitutionsmischkristall bilden. Das heißt, dass die Atome der Legierungselemente sich auf den regulären Gitterplätzen, wie hier, des entsprechenden Gitters befinden. Nur noch mal eine kleine Frage. Wie sieht das aus? Ist das hier eine dichteste Packung, eine dichtest gepackte Ebene? Nein, das ist keine dichtest gepackte Ebene. Aber Sie sehen, dass Atome der Sorte B auf den Plätzen der Sorte A liegen. Das nennt man einen Substitutionsmischkristall. Sind die Atome nicht gleich groß, sondern deutlich kleiner, wie zum Beispiel im Stahl, die Kohlenstoffatome in einem Eisengitter, dann flitzen die auf die Zwischengitterplätze. Diffusionsvorgänge, also das Wandern von Atomen, ist erleichtert. Und diese Atomradienunterschiede sind so klein, dass die Gitterspannung relativ vernachlässigbar wird. Das heißt, wir haben hier zwei Legierungen, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind. In der Regel ist es so, Substitutionsmischkristalle sind nur durch die größeren Atome zu erreichen und die kleinen wie Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, die sind in der Regel auf den Zwischengitterplätzen. Und da kann man sich vorstellen, dass auf den Zwischengitterplätzen sehr viel mehr Atome gelöst werden können, weil die Gitterspannungen nicht so groß sind, die überwunden werden müssen, beziehungsweise die aufgebracht werden müssen. Ja, das ist also ganz wichtig. So, diese Mischkristalle nennt man interstitielle oder Einlagungsmischkristalle, analog den Baufehlern, die Sie kennengelernt haben. Diese beiden Mischkristalle gibt es. So, und was